Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 und ihr seht schon, da weht die britische Fahne über Nassau. Ja, in der letzten Folge wurde den Piraten so eine Art Amnestie angeboten, wenn sie sich dann als holde Bürger, als Normalbürger dieser ganzen britischen Krone anschließen. Will natürlich nicht jeder machen, hat nicht jeder vor. Wir haben auch einige Piraten gesehen, die sagen, wir kämpfen bis aufs Blut. Wir verfolgen das System von Nassau, das 2 Jahre lang gehalten hat. Und aber mittlerweile halt auch nicht mehr so frisch aussieht. Und Nassau sollte ja eigentlich ein Staat werden, ein demokratischer Staat, ein Staat der Freiheit. Und wir wissen auch, dass viele Piraten sehr demokratisch gehandelt haben. Das ist also kein, irgendwie nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern auch wieder ein gewisser historischer Fakt. Natürlich mit ein wenig, ja, Erfundenem dazu gemixt, damit das hier die Dramaturgie auch erhält. So, wir machen mal weiter mit der Hauptmission, denn verlassen können wir Nassau im Moment nicht aufgrund der englischen Blockade. Die Pulververschwörung. Seht sie an, die Verräter. Es macht mich ganz krank, wie lange ich Hornigold und seine selbstgerechte Art hingenommen habe. Wahrhaftig, ihr seid ein Mann mit Prinzipien, Captain Hornigold. Ein Mann, dem ich meine besten Ideen anvertrauen kann. Glaube und wir überleben das, Charles, mit Würde und Stolz. Das ist Selbstvertrauen. Hast du einen Plan, von dem ich wissen sollte? Nassau ist vorbei, das ist wohl klar. Ich sage, wir laufen heute Nacht aus und treffen uns bei mir. Na gut, was hast du vor? Die Briten brachten ihre Vorräte an Land, stimmt's? Wenn wir etwas Pulver und Kiefernpech stehlen, bauen wir ein Feuerschiff, schicken es direkt in die Blockade und sprengen sie in Stücke. Aye. Nehmen wir Rackhams Schiff. Er ist eh kein guter Captain. Mein Gewissen ist rein. Gut. Während du das Pulver besorgst, beschaffe ich das Kiefernpech. Sie wollen also die Blockade sprengen. Interessanter Ansatz. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich natürlich nicht, denn man muss mal klar feststellen, eine Amnestie, wo man Pirat war, Aber wir hatten ja schon darüber geredet. 2 Jahre Nassau, 2 Jahre die eigene Demokratie, das eigene Reich aufgebaut. Und das will man natürlich auch nicht unbedingt hergeben, die schönen Bahamas. So, da vorne ist das erste Pulverfass. Hallöchen. Moment mal, wo ist denn hier noch ein Schatz? Wahrscheinlich auch weiter unten oder so. Auf jeden Fall hätten wir hier noch ein nettes Pulverfässchen. Gucken wir doch mal, wer sich da so rumtreibt. Ah, natürlich wieder Sperrgebiet. Jede Menge Feinde, potenzielle. So, und da mache ich schon mal 2 aus. Und da watschelt aber auch einer rum. Einmal kurz Adlauge. So eine gute Aktion. Und jetzt schnell hier hin. Und der nächste, bitte. Da vorne ist ein Schatz. Aber ich glaube, da stehen noch welche. Müssen wir aufpassen. So, und wo wir gerade mal hier sind, nehmen wir doch mal die Schlafpfeile zur Hand. Hat ja super funktioniert. Interessanter Ansatz. So. Wo ist euer Pulverfass? Nehmen wir natürlich mit. Jungs haben sich schlafen gelegt. Kleines Nickerchen. Aber die andere Fracht ist sicher. Keine Sorge, so, weil ich so ein armer Schlucker bin. Ja, ihr seht es ja selber. Nehme ich mir jetzt sogar noch die Kohle hier mit. Wo geht's denn hier hinten noch lang? Geht's da noch weiter? Da ging es noch raus. Stimmt, ich erinnere mich. Könnten wir theoretisch natürlich auch lang gehen, aber wir nehmen den Weg zurück, den wir gekommen sind. So, und der watschelt da hinten lang und wir wandern mal hier lang. Vorbei an diesen jungen Ladies. Oh, ich habe nichts gemacht. So, da vorne ist das nächste Pulverfass. 4 Stück müssen wir insgesamt stibitzen. Und ich werfe mal ganz kurz... Ah ne, ich will ja gar kein Blasrohr gegen Wachen einsetzen. Ah, 4 Wachen mit einer Attentatserie töten. Wird wahrscheinlich alles nicht funktionieren, diesmal die optionalen Missionsziele.
Aber die Blasrohre sind natürlich praktisch. Schlafpfeile haben wir eigentlich nur noch 5. Ah, die darf ich aber nicht außer Acht lassen. So, da vorne mache ich schon 3 aus. So, und ein Turm. Und da ist mit Sicherheit auch ein Schütze. So wie ich die kenne, hier die Entwickler. Oh, oh, oh. Oh, fuck. So, Vorsicht, hier vorbeigehoppelt. Und schnell in Deckung gehen. Ich muss gucken, dass der Schütze mich nicht trifft, deswegen renne ich hier hinter. Das war doch eigentlich gar nicht so schlecht. Haben wir ein paar umgenietet, auf jeden Fall. So, und von ihm hätte ich gern... Ey, von ihm hätte ich gern die Beute. Her damit. Die 13 Real lasse ich mir nicht entgehen. So, mache ich den Schützen von hier oben aus. Fuck, nicht getroffen. Die bewegen sich zu schnell. Und denken, wo ist dieser Kerl? Aber ich warte jetzt einfach, bis sie hierher kommen. Vielleicht mit dem Berserker-Pfeil. Das müsste er eigentlich ausrasten, seinen Kollegen umboxen wollen. Wunderbar. Der Bogen war schon irgendwie cool, ne? Den hätten wir jetzt, bräuchten wir jetzt für lautlosen Kill. Aber ansonsten soll der Typ mir egal sein. Der hat jetzt eh ganz andere Probleme. Wir schnappen uns das nächste Pulverfass. Falsches Zelt. Hier. Da ist das gute Stück. Und schon das zweite. So. Wir verabschieden uns unterdessen mal. Ich würde natürlich gerne noch ein paar Schlafpfeile finden. Und manchmal haben die Typen ja tatsächlich welche dabei. Jetzt gerade allerdings eher weniger. Na, dann nehme ich mir wenigstens die Real mit. So, 25 Real. Das ist ja ein richtiger Bonze gewesen unter den Soldaten. Ganz klar. So, rüber hier. Und raus aus dem Areal. Wie gesagt, hier die optionalen Missionen muss ich jetzt nicht alle machen. Dazu fehlt es mir auch ein bisschen an Pfeilen. Da muss ja wirklich jeder sitzen, damit ich da 20 Typen mit Pfeilen irgendwie ausgeschaltet bekomme. Aber vom Ansatz her ist es ja eigentlich schon mal korrekt. Mit den Pfeilen. So. Einmal hier ins Gebüsch. Der eine wird sich wundern. Was ist denn nur los? Hab ich da irgendwas gesehen? Tatsächlich hast du etwas gesehen. Etwas, was dich das Leben kosten wird. Komm her, mein Kleiner. Beide wollte ich eigentlich nicht aufscheuchen. Nee, das war nicht so clever, was ich jetzt gemacht habe. Der lebt noch. Das gibt's doch nicht. So, erstmal den menschlichen Schild. Der hat seinen Kollegen eliminiert. So, und jetzt muss ich erstmal hier irgendwie in Deckung bleiben. Shit. Jemand hat den Alarm aktiviert. Das wird nicht leicht. Das sind sau viele Typen. Eigentlich sollte ich mich kurz mal zu diesem Schützen befördern da oben. Der visiert mich aber so mies an. Moment mal. Komm, wo wir gerade hier sind. Berserker-Pfeil. Vielleicht ballert er dann seinen Kollegen weg. Na komm schon, hau deine Kumpels um. So lobe ich mir das. Oh, du kannst gerne kommen. Mein lieber Herr. Wenn die jetzt alle hier hochgehen, nutzen wir die Gelegenheit, oder? Oh, ist doch nicht dein Ernst, bitte. Er lässt seine Waffe fallen einfach. Was macht der denn? Oh. Naja. Hat andere Probleme. Magenbeschwerden oder so gehabt. Nicht gut. Der Schütze darf mich nicht erwischen. Komm runter hier. Ab ins Gebüsch. So, wo haben wir denn das Ding?
Ich muss es leider tun, es tut mir leid. So, und wieder untertauchen. Wenn ich schon mal hier bin, gucke ich mal. Vielleicht haben die auch wieder Pfeile dabei. Manchmal, aber nur manchmal, haben englische Wachen ein paar Pfeile dabei. Aber wirklich, den Bogen vermisse ich doch irgendwie. So, hier machen wir nochmal einen Bersi-Pfeil. Auf den Boss. Der dürfte austeilen können. Na komm schon, hau deine Kollegen um. Jetzt müssen sie ihren Vorgesetzten umbäschen. Versteckten Klingen. Oh, hey, der wirft hier mit Bomben um sich. Eine Bombenstimmung hier. Haha, und hat seinen Kollegen eliminiert. So lobe ich mir das. Okay, Freunde. Ich hätte ja gerne über alles geredet, aber unter den Umständen. Schlaffei? Auf eine Bombe? Was passiert? Nichts? Doch, wird weggesprengt. Und jetzt ist er down. Aber aufgewacht wurde auf jeden Fall dadurch auch. Aufgeweckt vielmehr, ne? Aufgewacht gibt's ja gar nicht. Doch, er ist aufgewacht. Aber ich habe ihn aufgeweckt. So. Oh. Ich dachte, wir wollten noch ein paar kleine Spirenzchen hier machen, aber er meint's doch ernst. Muss ich auch ernst meinen. Da muss ich auch ernst machen. Tut mir leid. Heieieiei. Halbe Lager wieder umgemürzt. Aber wir hatten ja in den letzten Folgen auch wirklich viel Schleichung. Da können wir heute mal ein bisschen actionhaltiger vorgehen, finde ich. Mal wieder unsere Kampfskills trainieren. So, jetzt hier rüber. Jetzt schnell mit der Ding schnappen hier und dann abhauen. Dankeschön. Das Lagerhaus wäre natürlich auch nicht verkehrt. So, jetzt kann ich auch hier die sabotieren, die Alarmglocke. Nein, oder auch nicht. Du machst mich nicht aus, mein Lieber. Ich kann irgendwo... Er hat sich erschreckt. Okay, ich würde sagen, wir hauen hier ab. Komm, ich hole mir jetzt erstmal diese ganzen tollen Fässer. Was, der ist nicht tot? Der ist doch völlig aufgeschlitzt worden. Der Kerl hier. So, jetzt einmal Kopf einziehen. Oh, und hier werden irgendwelche Übungen gemacht. Heieieiei. Also locker ist das Ganze und gar nicht hier, die Mission. Puh. Extrem viele Gegner. Also hier muss ich auf jeden Fall irgendwie schleichen drumherum. Da hinten sind auch noch Leute oder nicht? Hier kommen wir auf jeden Fall noch behutsam voran. So, und jetzt sind wir auch wieder sicher. Jetzt können wir erstmal das ganze Areal hier von der Seite erkunden. Und wir sehen, da vorne ist das Pulverfass. Hm, den sieht gerade keiner, oder? Ja, deswegen habe ich ihn mal ganz schnell hier um die Ecke gebracht. Haben wir immerhin den Rücken frei schon mal. Da auch noch mehr. Die trainieren schießen. Oh, Backe. 3 von 4 Fässern haben wir bereits gestohlen. Allerdings reicht das noch lange nicht aus. So, da könnte man es theoretisch jetzt hinter lang vorbeischleichen. Wenn der eine Typ da vorne sich nicht so blöd drehen würde, der müsste dann in die andere Richtung kurz gehen. Und jetzt kommt da auch noch der Herr Offizier daher. Aber wenn er jetzt weggeht, dann der in der Mitte, dann können wir loslegen. Jetzt zum nächsten Gebüsch. So, und jetzt können wir hier natürlich auch ein bisschen mit Schlafpfeile, haben wir gar keine mehr im Start, sondern nur noch Berserkerpfeile. Vielleicht machen wir das mal so, vielleicht haut er dann die Schützen um. Was ist los mit dir? Oh. Ja, einen dicken hätten wir dann schon mal, einen dicken weniger.
So, dann machen wir dasselbe nochmal gerade mit dem Anführer hier. Und in der Zeit, während die da beschäftigt sind, nutzen wir die Gelegenheit und schnappen uns das Pulverfass. Sehr schön. 4 Wachen mit einer Attentatsserie getötet, habe ich nicht gemacht. Blasrohr gegen Wachen einsetzen. 8 von 10. Ach, hätte ich 10. Ich dachte 20. Na Mensch, da hätte ich das nur 2. Aber ich hatte eh nicht genug Munition. Ich habe zu viel verprasst. Egal, die Mission war aber sehr geschickt gelöst, meiner Meinung nach. Ein bisschen Action war auf jeden Fall vorhanden. Und ich bewerte diese Erinnerung natürlich mit einem gefällt mir sehr gut. Weil es ich war wieder eine lustige Mission, auch wenn wir viel sammeln mussten. Ja, aber eigentlich eine gefällt mir nur. Weil keine gefällt mir sehr gut. Da habe ich ein bisschen zu positiv bewertet. Aber egal, kann man auch mal machen. Weil ich feiere dieses Spiel ja auch. Da darf man das. So, jetzt sind sie alle weg hier. Schnell, als man A sagen kann, sind sie alle verschwunden. Wo sind die nur hin, alle? Und da vorne geht's dann zum nächsten Missionspunkt. Die schöne Stadt Nassau, wirklich krass. 200 Jahre, oder 300 Jahre, die es die Stadt erst gibt. Und dann so ein Ort, wie gesagt, das ist immer wieder verblüffend. So. Den müssen wir, glaube ich, wen rammen. Alter, wie schnell ist der denn bitte? Habe ich ja noch nie erlebt. Den hole ich so nie. Der Kurier hier in Nassau. Na, der Bursche will Probleme bereiten. Bitte lassen Sie mich vorbei. Ich hätte da ein Ziel zu erledigen. Hier kann ich den natürlich nicht töten, mal eben. Hey, der ist so schnell. Habe ich noch nie erlebt. Der Herr Kurier. Scheiß drauf, dann lass ihn laufen, oder? Ich meine, der gewinnt ja eine Olympiade. Guckt euch das mal an. Wie soll ich denn da hinterherkommen? Querfeld ein durchs Sperrgebiet. Nachher sitzen wir die Briten wieder am Nacken. Wegen so einem Vogel. Ich kann ihn jetzt auch nicht auf offener Straße einfach erschießen. Das kommt ja noch erschwerend hinzu. Ne, komm. Lass ihn laufen. Ich lasse ihn laufen und mach hier weiter. Der ausrangierte Commodore. Vielleicht kriegt er jetzt Ärger. Und ich glaube, da basteln die schon an den Wehrmitteln. Heiliger. Ich glaube, das könnte interessant werden. In der nächsten Episode von Let's Play Assassin's Creed 4. Und wieder ist eine spannende Folge von Assassin's Creed 4 vorbei. Ja, und in der nächsten Episode widmen wir uns dann den ausrangierten Commodore. Das dürfte interessant sein. Es ist nicht zufällig der Commodore 64, sondern einer der Anführer der Briten. Und der kriegt bestimmt auf den Sack, wenn wir seine Seeblockade da sprengen. Ich bin gespannt.